Heide Witzka, schön, dass ihr wieder mit am Start seid mit dem nächsten Replaycast. Schön, dass ihr heute dabei seid. Viele von euch haben es sich gewünscht. Endlich mal ein Tour und Tour bitte, Carsten. Und ich habe gesagt, ja, werde ich machen. Habe ich nochmal gesagt, ja, werde ich machen. Dann habe ich gefragt, hey Jungs, wer kann mir denn mal ein gutes Tour und Tour Replay besorgen? Hab mich dann mit dem einen oder anderen unterhalten und irgendwann kam ich zu Jonathan, aka Dark Force, der mir sagt, hey Dennis, hier, 101. Dann meine ich, wie sieht's denn mit Tour und Tour aus? Warte. Letztens in der Teufelliga mit Socke zusammen, wir spielen nämlich Tour und Tour dort, unter anderem neben 101, haben wir gegen richtig krasses Tour und Tour gespielt, gegen Kubert und Aristio, die ungefähr mit das beste Tour und Tour Team in ganz Europa sind. Und da sagt er mir, ja, könnte ich dir schicken. Hat so noch keiner gesehen. Und ich mir so, Tour und Tour? Jeder will's mal sehen, wie es aussieht. Okay, machen wir das. Tazonis Assault ist die erste Map, die wir hier sehen werden. Da haben wir Socke und da haben wir Dark Force mit am Start. Jetzt kann man noch Ally-Farben hier machen, oder? Wo geht denn das? Was habe ich denn jetzt gemacht? Hilfe! Hat sie irgendwas getan? Okay, dann bleibt das jetzt so, oder wie das ist, ja? Irgendwie ging das doch vorher. Naja, okay. Auf jeden Fall haben wir hier ein schönes Tuntu. Socke und Dark Force im P und Z gegen das Terra und Zerg auf der anderen Seite. Ja, und ich bin sehr gespannt. Ich muss sagen, ich bin nicht der allergrößte Tuntu-Kenner, aber wir schauen uns direkt mal an, was hier passiert. Aristio mit am Start mit den ersten Lingen hat hier einen ziemlich frühen, ich glaube, einen 10-Pool gespielt. Und wir sehen hier Cybernetic Score im Bau, Zealot im Bau. Der wird gerade gekronenboostet. Die Linge sind auf dem Weg. Und Osadak gibt es auch hier mit am Start. Hier sind gerade 4 Linge im Bau. Und hier kommen ja schon 6. Aber hier ist natürlich... Oh nee, die Queen braucht noch ein Weilchen. Hui. Okay, Dark Force hat jetzt gleich die ersten Linge mit am Start. Da werden schon die Drohnen weggezogen. Zack, 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 zack. Oh, er hat extra 4 Drohnen noch mitgenommen, damit er diesen Fight hier gewinnt. Das sieht... Und dann, oh, da hat er 2 richtig schwache Drohnen, die er beide retten konnte. Nice! Also das war schon mal natürlich ein guter Start für ihn. 15 Arbeiter hat er, sein gegnerischer Zerg hat nur 10. Socke hat 20 Probes und sein Gegner, das ist der Terra, hat 17. Aber das ist soweit in Ordnung, was der Terra da hat. Der jetzt hier super, super fast auf Hellions geht. Oh Mann, hier muss man ja erstmal einen Überblick behalten im Tour und Tour. Also wie gesagt, das ist Socke, Dark Force gegen Aristio und Kubert im Tour und Tour in der Teufelliga. So, und da kommt jetzt was genau an. Wir haben hier Linge, wir haben hier Zealots und da sind die ersten beiden Hellions im Bau, die gegen beides natürlich ganz gut sind, weil sie recht mobil sind, sie sind sehr schnell. Wir sehen das Speed-Upgrade auf beiden Seiten sehr weit. Sogar hier haben wir gerade Aristio schon fertig mit seinem Speed-Upgrade. Aber gegen die beiden Zealots und die Linge zusammen will er sich, glaube ich, nicht anlegen. Sollte er zu... Oh! Na gut, er kann sich immer so ein bisschen rausmikron, die Zealots. Und da kommen die ersten beiden Hellions mit dazu. Die machen hier natürlich netten Schaden. Oh, da brennt es nämlich auch ganz ordentlich. Beide haben natürlich mittlerweile Speed-Upgrade mit am Start. Wir sehen übrigens Dark Force, kommt gerade online. So, und jetzt sehen wir hier die Linge. Die haben sich durchgesetzt gegen die von Dark Force. Und jetzt hauen sie auch die Zealots noch weg. Also das sieht natürlich extrem gut aus, was die beiden bisher so angestellt haben. Ich mach mal kurz hier D&D an. Zack. Gucken wir weiter. Wir haben hier 2 Stalker. Oh, da baut er jetzt gerade zu mit dem Pylon. Wir haben 3 Gates. Weitere Pylons im Bau. Und wir haben gleichzeitig auf der anderen Seite die ersten paar Roaches mit im Spiel. Da gehen die Hellions natürlich relativ schnell down. Gegen die Linge muss er ein bisschen aufpassen. Wobei, die Hellions machen kaum Schaden. Die Linge willst du nicht surrounden. Das geht soweit. So, Pylon wird hier wieder abgebrochen. Nächstes Gateway im Bau. 4 Gates. Warp Gate Research so gut wie abgeschlossen. Und hier kommt was? Barrack, Barrack, Barrack. Diese Hellion Openings, also wirklich nur, ich sag mal, nicht angefangen. Er hat ja wirklich Hellions gebaut, ein paar. 4 Stück, glaube ich, aber dann auch direkt aufgehört. Und geht jetzt auf Mass Bio. Stim Upgrade im Bau, Marauder werden gebaut. Und so sieht dann tatsächlich mal ein Tour und Tour aus hier in Action. Wir sehen hier die Linge, wir sehen hier die Hellions. Das sind 5 Stück. Und das kommen dann jetzt auch gleich Marauder nach. Wir haben hier Tech Lab und noch ein Tech Lab. Okay, das wird richtig Marauder heavy. Und auf der anderen Seite sehen wir die ersten Stalker Zealots und auch ein paar Roaches mit am Start. Und da geht's richtig rund. 40, 41, da kann man das Supply einfach mal checken.
Gegen 32,40. Der Zerg momentan nur mit 32 Supply. Hat relativ wenig Eco immer noch. Nur 12 Arbeiter. Während Dark Force auf 14 ist, was aber auch nicht viel mehr ist. Zwei Arbeiter. Aber auf lange, lange Zeit macht sich das natürlich irgendwann doch mal bemerkbar. Wir haben hier relativ viele Dinge mit dazugekommen. Overlord geht jetzt down. Da kommen die Roaches, ein paar Dinge mit dabei als Support. Wir haben hier die Stalker und natürlich noch die Zealots nicht zu vergessen. Und das sind die ersten Marauders. Stim Upgrade braucht noch ein ganzes Weilchen. Jetzt geht's hier los. Die Linge sind natürlich vorne zum Blocken. Die Haynes Marauder sollen den Schaden von hinten machen. Die Linge hier von Dark Force gehen hier Stück für Stück in die Marauder rein. Hier sehen wir gleich, ich gehe es auf die Roaches mit den Lingen, aber die Roaches konnten sich durchsetzen. Alle Linge sind platt. Hier haben wir aber von Socke noch die anderen Stalker, die wirklich von hinten auch alle Hellions platt gemacht haben. Jetzt geht es weiter auf die Marauder. Die machen den Schaden gegen die Stalker. Sobald die Hellions nur noch da sind, dann gibt es da keine Chance mehr. Und da kommt das GG. Und so sieht es aus. 1:0. Und da hören wir es auch gerade. Die nächste Map will be remaining Aliens. Okay, also die nächste Map wird in diesem Fall dann High Orbit sein, die wir da im Anschluss sehen werden. Ich hoffe, euch hat das Toon 2 gefallen. Ein sehr schnelles erstes Game. Gucken, was Game 2 eventuell auch Game 3 mit sich bringt. Ihr seid mit dabei, natürlich bei TechTV Takes, mit dem ersten Toon 2 seit Ewigkeiten. Und wenn euch Toon 2s gefallen, schreibt es natürlich gerne in die Comments. Schreibt es gerne in den YouTube-Kanal. TechTV Takes, geht einfach auf den Kanal und schreibt dort gerne doch einen Kommentar, was ihr zu dem Toon 2 oder generell von Toon 2 haltet und wen ihr denn da gerne sehen würdet. Am besten natürlich vielleicht direkt mit Replays hier schicken würdet, also von richtig guten Toon 2s, die sich dann auch die breite Masse gerne anschauen würde. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Wir machen natürlich weiter an diesem Tage mit dem nächsten Toon 2. Bis dahin. Tschüss.